entsteht eigentlich der Monsun? Jedes Jahr stehen im Bereich der Tropen durch Monsunregen ganze Landstriche unter Wasser. Zuvor herrscht oft monatelange Trockenheit. Das Wort Monsun leitet sich vom arabischen Wort Monsun für Jahreszeit ab. Gemeint sind damit großräumige Winde im Bereich der Tropen, die halbjährlich ihre Richtung mehr oder weniger komplett verändern. Besonders ausgeprägt ist der Monsun in Indien. Ursache ist die Verlagerung der innertropischen Konvergenzzone, kurz ITC. Dies ist eine Zone von Tiefdruckgebieten, die etwas verzögert mit dem Sonnenhöchststand wandert. Im Juli befindet sich die ITC in etwa im Bereich des nördlichen Wendekreises. Aufgrund der aufgeheizten, großen Landoberfläche ist das Tief in Asien besonders stark ausgeprägt. Über dem deutlich kühleren Indischen Ozean dominiert hingegen hoher Luftdruck. Winde wehen vom Hoch zum Tief und werden durch Drehung der Erde auf der Nordhalbkugel nach rechts abgelenkt. In Indien wehen somit südwestliche Winde vom Meer zum Land. Daher wird der Sommermonsun auch als Südwestmonsun bezeichnet. Die Luft nimmt über dem Meer große Mengen Wasserdampf auf, staut sich im Norden am Himalaya und regnet dort ab. Und da kommt einiges zusammen. Der Ort Monsunabad im Norden Indiens ist offiziell der nasseste Ort der Erde. Im Jahresdurchschnitt fallen dort fast 12.000 Liter auf den Quadratmeter. Zum Vergleich, in Berlin sind es gerade mal etwa 600 Liter jährlich. Im Winterhalbjahr verlagert sich die ITC, die Zone mit den Tiefdruckgebieten, weiter südwärts. Der Wind in Asien dreht auf Nordost. Trockene und kalte Luft vom asiatischen Festland bestimmt nun das Wetter in Indien. Nicht nur in Indien, sondern auch in anderen Regionen bringen Monsunwinde ausgeprägte Regen- und Trockenzeiten. Es heißt, etwa 60% der Menschen sind von Monsunwinden betroffen.